Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Letztes Mal sind wir in der Secret Welt B stehen geblieben, haben das erste Level schon gemacht und kommen jetzt zu Pint-Sized Plates. Ganz genau, let's go. Ich bin wieder mega, mega hyped auf die heutige Folge. Ich war letzte Folge ziemlich, ziemlich energisch. Keine Ahnung, ob sich das diese Folge ändern wird. Aber mal gucken. Irgendwann, sage ich es euch, wird hier eine Starco sein. Schaut euch diese Erde an. Komm, Guys, wir sagen es alle gleichzeitig. Minecraft-Vibes. Let's go, das gibt mir Minecraft-Vibes. Ja, auf einmal alles rangezoomt. Ich glaube, da hat das Background-Design-Team ein bisschen ein paar Fehlers gemacht. Wer bist du denn? Hallo, ich bin's 1 Käfer. Warum ist denn der so groß? Ja, weg hier. Erstes Starcoin in unsere Tasche. Warte, was habe ich verpasst? Nein! No way! Guys, guys, guys! Schaut mal unter uns. Da sind wir gerade lang gelaufen. Ich verstehe das Levelprinzip und es ist geisteskrank. Die Röhren können uns wachsen und schrumpfen lassen. Let's go! Komm, ich will nochmal. Los, des der Aktion des Universums. Ich warte, bis die Boomerangos wechseln. Ich bin ja nicht blöd. Ach du meine Güte. Weißt du, wir sind jetzt klein, gell? Und dann kommen da auch noch solche Heinis. Nee, mal, dass du wegkommst. Gar nichts will ich mit dir zu tun. FSK 18. Von so einer riesen Kugel habe ich heute Nacht Albträume. Ach du meine Güte. Ja. Ja. Da ist die Starcoin direkt neben der Röhre runter. Müssen wir die Röhre in der Röhre einsammeln? Müssen wir die Röhre in der Röhre einsammeln? Wait a minute! Die Röhre. Wäre jetzt voll cool, wenn wir so eine Riesen-Starcoin hätten einsammeln dürfen. Ich wette, das kommt noch. Das muss kommen. Sonst schlechtes Game-Design. Du kleine, fieser Pflanzerich. Ah! Heute ist aber auch schon wieder... Ja, komm. Wie oft soll das jetzt noch passieren? Wir finden es nicht mehr funny. Hier geht's runter. Da ist ein Starcoin, eine Mini-Starcoin. Das ist, wenn man halt versuchen will, krass auszusehen, aber halt nichts kann. Passiert sowas. Aber wenn wir uns jetzt nicht schlecht anstellen, sind wir gleich im Ziel. Ja, genau, jetzt kommt ihr noch. Ah, hier ist aber das Ziel. Wunderbar, One-Up mitgenommen. So muss das. Tja, in diesem Level scheint es auch ein Secret Exit zu geben. Feiere ich jetzt nicht so. Ich werde ihn ganz kurz raussuchen. What's going on? Was ist los mit diesen Viechern? Auf gar keinen Fall, wenn er mich hittet. Wenn er mich jetzt noch hittet. Hä? Ich bin da gerade aus Versehen gegengejumpt. Also wortwörtlich aus Versehen? Ja, also come on. Finde ich jetzt nicht so gut, den Secret Exit. Hat mich 2 Sekunden gebraucht, das zu holen. Egal, machen wir weiter mit dem nächsten Level. Kommen wir zum Trooper Shell Track. Ganz genau. Ich sehe schon hier im Vorschaubild sind so riesen Cooper Shells, durch die wir durchlaufen können, soviel ich weiß. Nicht durch alle, nur durch die mit Öffnung halt. Zum Beispiel hier. Yo, da sind Goombas drin. Feier ich ja mal ja nicht. Erstmal den Pilz holen. Der Hack wird schwerer. Und das sage ich nicht nur, um es gesagt zu haben. Nein! Nein! Dreh dich um. Geh weg. Ah. Aber sonst ist ja auch nichts. Okay. Wir müssen jedes davon abchecken. Erst so reingucken. Ja, hier sind... Okay, die roten sind sass und mit Gegnern gefüllt. Ja, da war auch nichts drin. Krass.
Ach du meine Güte, ihr seid riesig. That's what she said. Too strong, hier oben ist die Starcoin. In den Shells war mal wieder nichts drin. Ich finde, die Blumen hier sind voll riesig. Es sieht richtig so... Man fühlt sich richtig klein, aber irgendwie wohl und geborgen. Es sieht so aus, als fällt man da in den Tod. Voll, gell? Wir haben alle drei Starcoins. Hier wird auf nichts mehr geachtet. Hier wird jetzt ganz entspannt ins Ziel geflogen. Mit dem One-Up. Let's go. Kommen wir zu Cheap Cheap Creek. Wir haben 70 Leben. Das ist voll okay eigentlich. Dafür, dass ich voll schlecht bin in solchen Jump'n'Runs. Strong, ist strong. Strong. Ich sag, irgendwann wird der Struggle kommen, wo ich Jahrhunderte brauche. Oh, wir können die killen. Wie angenehm. Ich dachte, weil die so groß und safe nicht, aber können wir doch. Ihr seid gelb. Was könnt ihr Besonderes? Gar nichts. Ja, Loser. Ja, das war rassistisch gelben Fischen gegenüber. Stopp. An der Stelle möchte ich ganz kurz was korrigieren. So, schon viel besser. Sorry, Fische. Packt eure Mistjabeln wieder. Da war ich zu gierig für die Starcoin. Da ist sie. Ich weiß, wie ich da sogar drankomme, oder? Wunderbar. Der physikalische Meister. Ah. Nee, hier. Keine Outtakes und keine Blooper heute. Vergiss es. Nein, finde ich nicht witzig. Es sind auch nur die beiden. Die sind lost. Die schwimmen nach links anstatt mir hinterher. So, sind wir schon am Ende des Levels? Fühlt sich so an. Ganz genau. Zack. One-Up mitgenommen. Ihr wisst Bescheid, Guys. Da seht ihr mal meine Skills. Dafür könnt ihr doch mal alle ein Like da lassen. Das wäre echt super lieb. Danke. Mini Mega Music House. Das war meine Ausbeute. Boah, ist jetzt nicht schlecht, oder? Kommen wir auch schon zum Castle, oder? Nee, zum Tower der Welt. Formidable Fortress, ganz genau. Ich sehe einen Riesenfomp und ich habe Angst davor. Ich habe maximal Angst. Bitte nicht, bitte nicht. Okay, let's go. Es hat was mit Groß-Klein zu tun. Darauf ist ja auch schon die ganze Welt aufgebaut. Und der ganze Bildschirm vibriert. Im Übrigen, Guys, falls euch schlecht wird bei solchen Vibrationsgedöns-Dingern, dann guckt einfach weg. Imagine vor euch kommt ein Steinblock runter, der so groß ist wie euer Haus. Okay. Oh! Wir haben noch keine Starcoin! Bitte was? Ja, das dachte ich mir. Dass die zweite ist egal, immerhin eine. Das dachte ich mir, dass wir die noch bekommen irgendwie, weil da war vorher kein Weg. Aber uns fehlt trotzdem somit die allererste Starcoin. Ich finde immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will den doch nur abschießen, Mann. Oh mein Gott. Oh, aber die Redcoins, diesmal schaffen wir sie. Wie es auf einmal drei Fische sind. Drei. Lol, ich wusste nicht, dass man die nicht eineisen kann. Boah, ich hab das irgendwie so ein bisschen, hab ich das gespürt, da ist noch was. Okay, sind wir schon am Ziel? Das wäre echt mega strong. Okay, ja. Ich habe die Blöcke unten zerstört, dementsprechend sind wir an die oberen nicht drangekommen. Und hier ist auch die... Ah! What is passiering right now? Oh mein Gott, geisteskrank. Und die Röhre bringt uns wahrscheinlich in so den mittleren Bereich der dritten Welt. Ganz genau. Wir fangen aber von unten in Welt 3 an. Welt 3 sieht mir so nach Gebirgswelt aus.
Deswegen, schätze ich mal, ist es eine Gebirgswelt. Der war schlecht. Oh mein Gott. Ich wollte irgendwas Witziges sagen, aber... Was ist das denn? Okay. Das ist ja also Hammer, Mario. Ja, wenn Mario ein Level schafft, war der Hammer. Ich muss zum Psychologen. Wir können damit Kettenhunde zerstören, habe ich gerade gesehen. Oh mein Gott. Ja, Kollegen. Ihr denkt, ihr seid krass, aber ihr seid nicht krass. Ich bin krass. Schaut mich an, ich kann Hammer werfen, hä? Oh mein Gott. Ja, das war so klar. Das war klar, wie durchsichtige Dinge, aber wir bekommen. By the way, heute ist schon wieder übertrieben, echt. Falls ihr keine weiteren Newer-Videos verpassen wollt, dann empfehle ich euch, no joke, den Kanal zu abonnieren. Ihr glaubt mir nicht, geisteskrank, was damit passiert. Euch sagt euer Handy, das sagt euch dann, yo, es gibt ein neues Video und dann könnt ihr euch das direkt anschauen. Glaubt ihr mir nicht, ist aber so. Wie ein Loser gucke ich in die Kamera und lasse mich dann hitten. Es ist Welt 3, es ist schwerer, okay? Bad, bad. Ihr übertreibt aber auch komplett, gell, Kollegen? Ja, da fühle ich mich jetzt schon strong. Das war ein... So. War schon ein stronger Hit mit dem Barrel. Sag ich, wie es ist. Ist ja gut, Guys. Du musst jetzt runterfallen, Starcoin? Nope. Das ist der größte Scam und Betrug meines gesamten Lebens. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem... Nee, das mache ich jetzt nochmal. Haha, wie lustig. Wir nehmen dir die Blöcke weg. Da kannst du es nicht nochmal probieren, du Loser. Ich versuche es erstmal lebendig ins Ziel. 2 Meter weiter kommt das Ziel. Ich schreie. Ah, ich habe gesagt, ich schreie. Was mache ich denn? Boah, bin ich lost. Nein, warum tue ich das? Ach, Mann. Maximaler Scam. So, haben wir sie. Ab ins Ziel. Nächstes Level. Grimmy Mole Mine. Ah ja, wir haben im Übrigen noch das Dings... Na, ist safe nicht. Ich will der hier behalten. Der hier. Ich will den hier behalten. Der sieht richtig strong aus. Oh, die Musik. Schwarzer Yoshi. Strong. Maximal strong. Let's go. Das wird unser Level. Okay, wir haben Pilze, die größer und auch obviously kleiner werden und sehr klein werden. Na, da habe ich jetzt gewartet, bis er gespuckt hat. Okay, das kann sehr, sehr stressig werden. Aber ich habe jetzt erstmal gar kein schlechtes Gefühl. Ich ignoriere den da einfach voll. Oh, oh. Yoshi mag keine Stacheln scheinbar. Oh. Yoshi! Ja, okay, komm. Was? Das war völlig unnötig. Mann. Oh! Ich will eindeutig nach da oben. Als ob hier legit nichts ist. Oha, da habe ich jetzt vorgestellt. Bah, ein grüner Yoshi. Ekelhaft. By the way, grün ist meine Lieblingsfarbe. XD Lolroffel. Safe nicht. Ihr seid doch solche hässlichen Gnome. Ja, jetzt komme ich da oben nicht mehr ran. Nee, komm. Probiere ich nochmal. Schlechte Leistung von mir. Schon in die Mitte.
Oh mein Gott. Und dann kommen wir da auch entspannt mit Yoshi rein. Okay. Übermut tut selten gut, deswegen fliege ich hier ganz schnell durch und man kann nach da oben. Aber nur ohne Yoshi. Für die Starcoin. Ja, aber wir nehmen Yoshi doch wieder mit. Wie sehe ich denn aus, als ob ich jetzt meinen armen Yoshi hier verhungern lasse? Und den Monty, dich lasse ich leben, weil du mir so brav aus dem Weg gehst. Vielen Dank. Ah! Nur Coins. Aber ein saftiges Ziel. Let's go, guys. Oh yeah, Mario Time. Und ja, an der Stelle habe ich dann wieder die ganzen Zuschauer verloren. Machen wir weiter mit dem nächsten Level. Butterwood Crossing. Und so sieht das Ganze aus. Mit Brücken. Obviously. Oh, die Musik. Guys, welche Musik ist das? Richtig, die Musik aus New Super Mario Bros. Wii. This needs to stop now. This is cancer. Aber wir machen sozusagen immer die zu, damit die uns nicht in den Weg springen können. Nice run. Oh, 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 oh. Ich wollte sagen, geschenktes Starcoin, aber ist gar nicht so geschenkt, wie erwartet. Ach du meine Güte. Da wäre ich jetzt voll runtergefallen. Propellerhead, aber warum denn nicht? Oh, hier brauchen wir den Koopa. Koopa! No! Er ist gestorben. RIP an den Koopa an der Stelle. Wir hätten hier noch welche. Nee, ich laufe jetzt nicht mehr zurück. Ich dachte, der schießt in die andere Richtung. Ja, beeindruckend. Im Zirkus safe eine krasse Nummer. Aber ich habe eher Angst vor euch. Gehen wir in die Röhre und gucken, was sich da befindet. Ach du meine Güte, was macht ihr? Okay, ihr dreht euch auf ganz komische Art und Weise. Ich will gar nichts mit euch groß zu tun haben. Ich gehe. No way! Niemals! Was ist denn das schon wieder? Ich stelle mich heute aber auch echt schlecht an bei allem, was ich mache. Mann! Wir sind wieder hier und haben es diesmal auch geschafft. Wunderbar. Was ist da drin in dem Block? Bitte was Gutes. Ein One-Up! Das habe ich nötig. Ich habe nämlich zweimal gebraucht, wieder herzukommen. Reden wir nicht drüber. Die Musik ballert. Ich feiere die Musik so maximal. Ah ja, und ihr schießt jetzt alle nach da oben. Ganz entspannt. Und was machst du? Unnötig, aber okay. Ach du meine Güte. Kann man hier schnell sein? Oh mein Gott. Die lasse ich los. Ah, automatisch. Wunderbar. Ich wollte jetzt erst ducken drücken. Vielleicht hat das ja funktioniert. Aber er macht das Ganze automatisch. Finde ich super. Wir haben die letzte Starcoin, nicht ernsthaft. Und wo ist die? Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Legit, keine Ahnung, wo sich die Starcoin befindet. Ist ja auch egal, wir machen keine 100%. Guys, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich bin schon wieder seit 40 Minuten am Aufnehmen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Vielleicht ist die heutige Folge zu lang, es tut mir leid. Wir sehen uns, bis dann. Ciao, ciao, Leute, und abonniert den Channel.